Voraussichtlich vom 28. Februar bis Ende August 2022 finden Baumaßnahmen an der K7830 Alte Auerbacher Straße in Ellefeld statt. Gebaut wird unter Vollsperrung in zwei Teilbauabschnitten. Die Teilung der Bauabschnitte erfolgt auf Höhe der Zufahrt der Firma Ramich und Partner. Die Baumaßnahme beginnt am Ortseingang nach der Einmündung der Straße am Alten Krankenhaus und verläuft bis zur ersten Zufahrt zum Gewerbezentrum auf einer Länge von ca. 345 Metern. Der Ausbau erfolgt im Wesentlichen im Bestand mit Schaffung einer einheitlichen Querschnittsbreite. Dabei werden die Bereiche für Fahrbahn, Gehweg und Parkstellflächen neu geordnet. Die Umleitung wird durch die bauausführende Firma entsprechend ausgeschildert. Genauere Informationen erhalten die Anwohnerinnen und Anwohner per Posteinwurf. Anfang März findet eine Einwohnerversammlung statt, zu welcher die Gemeinde Ellefeld die betroffenen Einwohner einlädt. Das Bauvorhaben ist eine Gemeinschaftsmaßnahme des Vogtlandkreises und der Gemeinde Ellefeld, an der sich auch der ZWAF, die Innennetz GmbH sowie die Mitnetz Strom GmbH beteiligen. Die Beschlussfassung zur Vergabe der Bauleistung fand am 27. Januar 2022 im Kreistag statt. Nach Ablauf der Einspruchsfristen wurde der Antrag an die Firma Straber Großprojekte GmbH Glauchau erteilt. Die Planung und Bauüberwachung wird vom Ingenieurbüro Fugmann und Fugmann Architekten und Ingenieure GmbH aus Falkenstein ausgeführt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 1,2 Millionen Euro. Diese Baumaßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Der Fördersatz beträgt 50%.